Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschler und heute wieder für euch in Battlefield unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute die Traditionsausrüstung von den Gnomen anschauen, die mit Patch 8.2 ins Spiel kam. Und dazu habe ich auch schon meinen Gnomen-Charakter ausgepackt, den ich jetzt eben noch ein bisschen gegiert habe mit dem Bentigear. Heißt, wenn ihr auch das machen wollt, kein Gnomen-Charakter als Main spielt, Bentigear ist auf jeden Fall eine schicke Geschichte, quasi sein Char ein bisschen hochzugehen. Und zwar braucht ihr zweierlei Dinge. Einmal muss der Gnom auf 120 sein. Und zusätzlich braucht ihr einen ehrfürchtigen Ruf bei eurer Heimatfraktion, also heißt bei Gnomerigan. Sobald wir das haben, können wir einmal nach SW gehen. Und zwar hier zu dieser Botschaft von Stormwind. Und nicht in dem Gebäude drin ist dann die Quest, sondern hier davor. Und zwar haben wir dann hier so einen schicken Gnom stehen. Und ja, den quatschen wir an und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Quest an. Ihr seht schon, nach der Quest würden wir dann einmal hier Tradition von Gnomeregan bekommen, heißt die Traditionsausrüstung. Und jetzt müssen wir einmal den Hauptmann finden und zwar in Neutüftlerstadt. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal die ganzen anderen Quests hier alle zu. Oh, hier habe ich noch vom Braufest was und dann gucken wir mal, wo wir genau hin müssen. Nein, das ist auch falsch. Tradition, hier haben wir es. Neutüftlerstadt. Heißt, ja, da werden wir uns jetzt einmal hinbegeben und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich bin jetzt einmal nach Dunmorog rüber geflogen und wir sind jetzt hier in Neutüftlerstadt und ja, Neutüftlerstadt ist vor Gnomeregan. Ich war mir jetzt da auch nicht kurz ganz sicher. Auf der Map wird das jetzt immer komisch angezeigt. Da sieht man dann immer das nächste Portal, das man nehmen soll. Und jetzt können wir das einmal hier abgeben und kriegen die nächste Quest. Und zwar müssen wir jetzt sprechen mit drei Mitgliedern der FLUG-Truppe, also Flug-Truppe. Und ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass man anscheinend nicht nur den Ruf auf ehrfürchtig braucht plus den 120er Gnomen, sondern muss anscheinend auch die Kriegskampagne von 8.2 spielen. Also sprich die Geschichte mit Bane, die muss man halt auch einmal mitgemacht haben. Und zwar nicht mit dem Gnomen-Char, mit dem habe ich es auch nicht gemacht, sondern mit irgendeinem Char. Heißt, wenn ihr mit Main die War-Campaign vom 8.2 soweit gespielt habt, dann könnt ihr das auf jeden Fall machen. Anscheinend braucht man das für den Tauren-Char und wahrscheinlich auch hier für den Gnomen-Char quasi. So, okay. Jetzt haben wir die drei Gnome von der Flugtruppe einmal angequatscht. Und jetzt können wir das Ganze wieder abgeben gehen. Ich schätze mal, wir müssen hart nach Gnomeregan rein und ich hoffe, dass es ein cooles Szenario gibt. So, jetzt müssen wir einen Prototyp finden. Die letzte Bastion der Gnomheit und das beste Beispiel für gnomischen Erfindergeist und Mut. Und daher werdet ihr vier die erste fliegende Unterstützungsluftgarde sein und... Fliegende Luftunterstützungsgarde, Sir. Wie bitte, Soldat? Fliegende Unterstützungsluftgarde wäre abgekürzt FULG. FLUG wäre aber... Ich gebe hier die Namen. Also, ihr seid die erste fliegende Luftunterstützungsgarde. Und ihr werdet Azeroth zeigen, wozu Gnome imstande sind. Okay. Dann zeigen wir mal, was Gnome imstande sind. Ich habe extra hier das G-Mod-Mount genommen, ne, so an Gnome-Anlehnung, weil normalerweise spiele ich keinen Gnome-Char. Ich habe einen hier damals mir gebastelt für, ja, hier für Nemesis, weil ich das auch teilweise verkauft habe und da brauchte ich jede Rasse einmal und deswegen habe ich mir auch einen Gnome gemacht. Was meintest du? Ich wurde in den Asmongan-Clip für meiste Reittiere erwähnt, okay. Warum? War ich da relativ weit oben oder wie? Ich weiß jetzt nicht, es gibt irgendwie kaum Seiten, wo man das vernünftig sehen kann mit den Mounts. Deswegen ist das ein bisschen blöd. Bei Achievements ist es ja relativ einfach, ne? Da hat ja WoW Progress eine gute Auflistung, aber bei Mounts, ja. Aber ich denke mal, ich habe schon relativ viele. Mit Main sind 601. Mit dem habe ich jetzt eins weniger. Wahrscheinlich, weil ich das komische Ding nicht habe, ne? Oh, warte mal, da hinten muss ich langlaufen. Wahrscheinlich, weil ich mit dem wieder das komische Ding nicht geholt habe. Hier, das Seepferdchen. Ja, seht ihr, das ist nämlich immer Char gebunden. Deswegen habe ich mit den ganzen Twinks eins weniger. Weil ich natürlich das Seepferdchen muss halt eine Quest machen. Ne? Und das muss mit jedem Char einzeln basteln. Genau. Platz 2 oder 3, echt? Weltweit oder was sogar? Das wäre sogar recht nice. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Das freut mich. Für sowas farmt man das natürlich auch, ne? Also bei mir geht es ja eher um Sammeln. Nicht jedes Mount, was ich habe, was ich farm, sieht schön aus. Sondern es sind ja auch viele Sachen,
die ich halt farm, weil ich sie halt sammle, die Sachen, ne? Und klar, das ist immer schön, wenn man da oben mitspielen kann. Könnt ihr mich hören, Kommandant? Euer Kommunikationsgerät scheint zu funktionieren, Tüftlerin. Die letzten Gnome, die diesen Bereich betreten haben, gehörten zu meiner eigenen Einheit auf dem Weg zu Sektor 17. Nehmt euch in Acht vor defekten Gnomebots und Dampfrohren. Dampf, warte mal. Was passiert? Ah, schau mal. Okay. Ich dachte mir schon. Warte mal, was haut das an Damage raus? Okay, irgendwie nicht so. Okay, also da sollte ich nicht reinlaufen. Na gut, die Mobs haben jetzt nicht so viel Life, ne? 40.000. Aber der Char ist halt auch echt scheiße equipped. Davor, ne? Ich habe jetzt den erst ein bisschen gegeert. Davor war er 260, 270, glaube ich, gegeert. Ah, okay, das kickt einen ein bisschen weg. Und da hatte ich nicht 170k Life, sondern nur 70k Life, ne? Habe ich so einen komischen World Boss vorher umgeboxt. Also, besser gesagt, er hat mich umgeboxt, ja. Ich habe mit einer Gruppe rein und wollte den mitmachen. Erste Voidzone Spawn instant tot, ne? Mit 70k Life auf 120, da hältst du halt nichts aus. Der hat halt so ein Drecksgear an. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Gear gefarmt, um das Szenario hier zu spielen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie krass es ist, ne? Ob das notwendig gewesen ist, aber ja, das mit dem Bounty Gear ist, denke ich mal, schon eine sinnige Sache. Okay, da hauen wir jetzt mal einen Kataklysm rein. Bäm. Der One-Shottet sie halt nicht mal. Traurig. Mein Kataklysm ist halt ein bisschen schwach. Und dann kommt er noch von Lothar. Wie meinst du, warum spielst du auf Lothar? Also, ich habe früher, oder eigentlich habe ich hab auf Lothar damals angefangen. Also, das ist mein ursprünglicher Ream gewesen. Da habe ich tatsächlich bis Ende WoD habe ich auf Lothar gespielt, ne? Also, seit Classic bis Ende WoD. Aber der Server ist leider mittlerweile ein bisschen, ja, bisschen down. Da ist leider nicht mehr so viel los. Wenn du dann vernünftig Mythic raiden willst, dann hast du halt nicht sonderlich viel Auswahl, ne? Das ist le leider ein bisschen traurig. Deswegen bin ich dann weggetranst. Genau. Aber, also, wie viele Addons sind das? Classic, Burning Crusade, Wattle, Cutter, MOP, WoD. Das sind 7 Addons, war ich auf einem Server, ne? Da siehst du mal. Lange ausgehalten. Gerade noch durchgekommen. Okay, jetzt kommen mehrere Spinnen. Warte mal, ich kann doch als Hexer hier so Special-Sachen machen. Jetzt haben wir einfach zwei Chaos-Bolts drauf. Bam. Siehst du mal. Voll der Hexer-Pro bin ich. Warte, kann ich nicht einfach da runterspringen und abkürzen? Ging das nicht? Ja, ich laufe lieber mal hier lang. Immer wenn man sowas abkürzen will, dann verbuggt man das Szenario und dann ist es, glaube ich, beschissener, als wenn du es einfach hier spielst. Gut, also ehrlich gesagt, die Mobs, vielleicht skalieren die auch ein bisschen mit dem Gear. Ne, das kann natürlich auch, also irgendwie kann ich durch den Dampf auch durchlaufen, ohne dass viel passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die mit Gear skalieren, aber hier, ne? Meine alte Werkstatt. Die Maschine sollte auf der anderen Seite des Raums sein. Aber ich registriere meinen alten Kampfanzug nicht. Seltsam. Kampfanzug registriert sie nicht. Aber viel Life haben die ja nicht. Gut, der hat jetzt 200k, aber die Mobs hier mit 40k Life, wenn ich mit meinem Main hier drin wäre, da würde ich alles one-shotten. Also, würde ich wahrscheinlich nur Autolaufen machen und fertig ist. Jetzt drücken wir mal hier drauf. Oh. Das war jetzt hoffentlich kein Fehler. Ah. Ah, okay, die Quest ist fertig. Ich musste nur das eine Teil besuchen, holen. Interessant. Gut, dann. Oh shit. Da sollte man sich nicht reinbacken. Okay. Das Ding haben wir besorgt. Mit wem ist Merz quatschen? Mit einem Typen? Wo ist denn der? Recht mit. Boreanische Tundra. Okay, also ich muss mich jetzt quasi in die Boreanische Tundra begeben. Da sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich dort bin. So, jetzt sind wir einmal in der Boreanischen Tundra angekommen, so rum heißt. Haben wir eine neue Und Mission? da müssen wir jetzt mit dem Typen quatschen. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir was umboxen. Schläger, okay, müssen wir umboxen. Wo sind die denn da hinten? Ich schätze mal, dass wir jetzt alle möglichen Gnomengebiete bereisen müssen, um Sachen zu suchen. Ich vermute mal, dass wir auch nach Mechagon reisen dürfen. Was? Archimond Mythic Mount verkaufen, Leute? Aber wie wirst du das machen? Schau mal, die sind auf 100, die sind sogar auf 121 ist der scaled, der Mob hier. Ja, krasse Scheiße. Hier, die muss ich umboxen. Ja, warte mal, ich wollte jetzt gerade schon mit vollem Elan in die Mobs rein und sie zusammenpullen. Warte mal, was habe ich denn hier für einen Extra-Button? Aber jetzt wird's interessant. So, was macht der Extra-Button?
Oh, nice, der one-shottet den. Ja, das kann man gut gebrauchen. Die verkaufen die IDs. Ja, gut. Für wie viel verkaufen die so eine ID? So aus. Also, ich habe die ganzen Mounts schon, ne? Also, für mich ist es uninteressant. Aber. So, oh, lol, das. Okay, das macht sogar eh Damage. Holy, das ist ja nice. Den Quest-Mob, den brauche ich gar nicht. Das ist ja richtig nice, das Teil. Okay, an dem macht es irgendwie keinen Schaden. Das macht nur den Trox-Damage. Base, hey, ich grüße dich. Gut, dass wir solche Items kriegen. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo noch so ein paar Trox sind. Die lasern wir dann kaputt. Da haben wir noch einen. Ja, den anderen will ich aber nicht. Außer Sicht. Am besten, dass ich den einen nicht pull. Springen wir mal hier runter. Was hat der live? Auch 21. Ach, fuck. Das hat ja schon wieder gut funktioniert, ne? Ich Experten-Hexenmeister habe natürlich mein Pet nicht weggepackt. Und jetzt, ne, hier hat das. Was ist denn los? Jetzt laufen die dem Hühnchen nach. Ich Ach, das wollte Hühnchen. aufstehen. Ah! Ah, das kommt anscheinend so ein Hühnchen raus, das explodiert. Jetzt check ich das. Ich mache gerade die Questreihe hier für die Traditionsausrüstung. Für den Gnom. Warte mal, den kann man wieder weglasern. Stirb. Ah, das macht anscheinend immer was anderes. Seht ihr das? Wenn dann haut so ein Laserstrahl raus oder es haut quasi so ein Hühnchen raus, das einfach explodiert. So, das haben wir fertig. Was müssen wir jetzt das nächste Mal? Ah ja, jetzt müssen wir den Boss umhauen. Ich hab's nur noch gedacht, ne? Als der Boss hier quasi als Quest-NPC gemarkt war, den habe ich jetzt umgeboxt. Also, sowas hasse ich immer, ne? Kennt ihr das? Ihr habt so eine Folgequest und dann haut ihr den Boss, weil er euch in die Quere kommt, vorher schon um, aber er hat hier wenigstens eine schnelle Respawn-Zeit, ne? Also da kannst du jetzt nichts sagen. Aber oft ist es halt auch so, dass das dann halt nicht der Fall ist. Dann haust du den vorher schon um, weil du es halt nicht besser weißt. Weil du den irgendwie addest, wenn es blöd läuft. Und was 5K-DID? Ja gut, also ich sag mal so, ne, wenn du selber keine ID hast oder nicht weißt, wie das geht mit dem ID-Dings, musst du mal überlegen, wenn du den kompletten Laden durchläufst, also ich hab's jetzt nicht gemacht seitdem mehr, weil ich habe mir den im aktuellen Content geholt, das Mount, aber ich schätze mal, dass du für Eichimond schon, also dass du den Laden durchkommst, du wirst schon eine halbe Stunde dauern, wenn nicht länger, ne? Also nicht dauern, sondern brauchen. Eine halbe Stunde wirst du brauchen, beziehungsweise wird's halt dauern, das ganze Ding. Dann, wenn dir 5K zahlst und dafür eine halbe Stunde sparst, ist es das halt schon wert unterm Strich, ne? So, was müssen wir machen? Hier müssen wir irgendwas fernsteuern. Ja. Nichts mehr zu hören. Ich hoffe, das heißt, der Eindringling hat ordentlich eins über den Schädel gekriegt, hirnloser Rohling. Telzo Funkenschraub. Das kann nicht sein. Kennt ihr diese Visage, Hauptmann? Er war einer von Thermadrats Assistenten, aber seit dem Vorfall in Gnomerigan hat man nie wieder etwas von ihm gehört. Wo kommt das Signal her, Tüftelbogen? Wir müssen uns beeilen. Schön, euch zu sehen, Tüftelbogen. Kommandant. Die haben immer Namen, diese Könnt ihr Gnome, ne? alles auffrisieren? Oh, weia. Wir müssen jetzt in den Sturmgipfel, oder? Hier, Sturmgipfel. Okay. Ja, dann sehen wir uns gleich im Sturmgipfel wieder. So, ich habe gerade gemerkt, dass ich nicht manuell quasi in den Sturmgipfel fliegen muss, sondern hier mit dem Flugzeug fliegen muss. Und ja, das hat mir eine relativ lange Reise zurückbeschert. Keine Ahnung, was er vorhat. Zerbrecht euch nicht den Kopf darüber, Trottel. Ich erzähle euch gerne, welches Verhängnis euch und eure kleine Crew ereilen wird. Funkenschraub. Ihr habt also Gnomerigan überlebt. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich, Stellvertreter des großen Thermadrat, in einem Plan umkomme, den ich mitentwickelt habe? Ihr habt was? Was wolltet ihr damit bitte erreichen? Ich wollte Anerkennung. Stattdessen kam dieser Narr von einem Gnom daher und heimste die Früchte unserer harten Arbeit ein. Alle Anhänger von Mechadrill müssen bezahlen. Mit meiner Armee von Trox werde ich die gesamte Gnomheit vernichten. Okay. Er will mit Trox die gesamte Gnomheit vernichten. Interessant. Aber er ist ja nicht selber ein Gnom. Naja. Schauen wir mal. Aber jetzt fliegen wir quasi mit diesem Ding hier hoch, ne? In den Sturmgipfel hier hoch.
Ah, nein, okay, wir waren geportet. Ich wollte es gerade sagen, das ist aber noch ein weiter Flug. Weil ich habe mich schon nach Dalaran geportet, wollte manuell hochfliegen. Sucht einen sicheren Landeplatz. Wir decken euch, während ihr das Gerät justiert. Sie decken uns. Wir müssen jetzt einen sicheren Landeplatz tun. Oh, das ist ein Haufen Trox. Ja, das ist aber mit allem, ne? Wenn du irgendwas im Auktionshaus verkaufst, Nadine, dann hast du irgendwann, also immer wenn Sachen lukrativ sind, hast du irgendwann immer mehrere Akteure drin und dann wird es meistens, geht der Preis runter und dann ist es nicht mehr rentabel. Deswegen muss man immer mal wieder was Neues suchen, ne? So, wo landen wir denn jetzt? Ach, kann ich, nee, ich kann nicht selber steuern, oder? Ich kann einfach gar nichts machen. Hier sieht's so gut aus. Zumindest da eine Markierung. Huh, vielleicht finden wir ja den Timeless Protodrake, wenn wir hier schon unterwegs sind. Der fliegt halt trotzdem weiter. Ah, okay, wir kommen nochmal zurück. So. Ah, wir haben sogar ein Schild. Auf euren Befehl, Kommandant. Okay. Schrumpf den Angriffspanzer. Ah, schau mal an, wir haben hier so eine Mecherspinne. Die haben wir entschrumpft. Da hätten sie aber auch ein neues Modell nehmen können. Die aus Mechagon sehen viel cooler aus. So, was können wir jetzt hier machen? Draufschießen? Na, E-Angriff haben wir auch noch. Und was ist das? Reparieren, oder? Schnellreparatur. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, die ist eigentlich ganz geil, die Spinne. Kann man nichts sagen. Bäm. Wie viel müssen wir denn umhauen? 30. Na gut, das sind dann doch ein paar. Wie lang geht. Na gut, das ist nur wirklich in Melee-Range. Kannst du da drauf nudeln. Aber das hat ja hier fast. Na gut, okay, komm, die kliefen wir jetzt kaputt. Okay. Ja, das ist irgendwie jetzt doch nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, die müssen direkt da. Ah, super, wenn die hier im Berg stehen, dann geht's halt auch schon wieder nicht. Ja, ist ja, die klingt schon ein bisschen pumpig, ne? Wenn die zweimal sagt, dass er kein Ziel hat. Ich habe ja eigentlich die Dialoge so ein bisschen leiser immer. Die Ping funktioniert wieder, Kommandant. Wir sind in der Nähe des Signals und warten auf euer Kommando. Ah, cool, ich werde hier rausgeholt. Aber ich habe jetzt mal den quasi hier die Gespräche ein bisschen lauter gemacht, dass man die Story-Sachen auch hört. So. Am Ende werden wir sicher in Uldur landen, oder? Wenn wir jetzt hier schon rumhampeln. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Oh, was ist denn das hier? Oh, werden die gebritzelt? Oh, das ist nice. Der Himmel ist frei. Seid vorsichtig, Kommandant. Die Verteidigungssysteme der Anlage sehen uns jetzt wahrscheinlich als Eindringlinge. Keine Angst, Tüftlerin. Ich bin ein hervorragender Pilot. Das wird mir ein großer Trost sein, wenn wir abgeschossen werden, Hauptmann. Ich wollte gerade sagen. Ach so, das schießt einfach nur so das Zeug ab. Ah, okay. Da kann man quasi so runterschießen. Das ist aber ein Haufen Trox. Wenn wir wo die alle herkommen, weil sonst sind doch hier gar nicht so viele. Ja, 50% haben wir schon mal. Oh, da wären viele Sachen. Komm, da müssen wir reiner ehen. Ah, das hat doch ein paar Prozente gebracht. Prozent haben wir schon mal. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, dass die in so alten Gebieten so neue Events reinbasteln, ne? So, das haben wir fertig. Was müssen wir jetzt machen? Pygnomerigan, da ist jetzt noch eine Quest. Muss ich jetzt aussteigen oder wo fliegt der mich? Ah, nee. Ah, ich kann hier im Cockpit die nächste annehmen. Wir sind getroffen. Ah, die Hallen des Steins müssen wir betreten. Wahrscheinlich. Macht eine Fassrolle. Eine Fassrolle.
Okay, jetzt sind wir in den Hallen des Steins. Also nicht in Ulduar an sich drin, sondern in der Nebeninstanz. Mit dem Flugzeug rein. Oh, da sind auch schon wieder Trox. Wo läuft denn der jetzt hin? Die kann ich nicht angreifen. Jetzt rennen wir einfach mal hinterher, würde ich mal sagen. Okay, die resetten. Okay. Ja, gut. Da haben wir eine XT an der Schmiede stehen. Wir haben Startfreigabe. Na gut, boxt man weg, oder? Hier. Habe ich da so einen Buff? Oh, warte mal. Macht der Chaos Ball ein bisschen mehr Damage? Oh, scheiße, da sollte ich vielleicht auch rausgehen. Oh, fuck. Jetzt habe ich mir meinen. Shit. Das war jetzt mal eine richtige Nullnummer. Ich wollte mir gerade meinen Azerith-Trade anschauen. Warte mal, kann ich da jetzt überhaupt hinlaufen zur Leiche? Den ich gewählt habe, ne? Und voll immer eh stehen geblieben, habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber der ist noch im Combat, okay. Aber da sollte man rausgehen. Aber weißt du, das sieht man auch ganz schlecht. Ja, ich war gerade abgelenkt, weil ich wollte mir den Trade angucken, den ich vorhin geskillt hatte. Ich habe nämlich vorher erst mein Bentic hier mal geholt. Und da habe ich was geskillt, dass hier der Chaos Bolt dann mehr Schaden macht, ne? Das. Ja, Hashtag Mythic Raider. Da weißt du, was los ist. So. Ah, schau mal, da habe ich. Lol, da kriegst du anscheinend. Also die Traditionsausrüstung und du kriegst aber hier auch eine Pfeife, die dann anscheinend anders aussieht. Das klingt ganz cool. Okay, jetzt muss ich einmal zu. Hier portet mich keiner zurück von euch Typen, oder? Dann muss ich selber wieder hin. Na ja, gut. Dann porten wir uns einmal zurück und dann sehen wir uns quasi in Neutüftlerstadt wieder. So, wir sind zurück in Neutüftlerstadt und können hier die Quest abgeben. Und jetzt bekommen wir die Traditionsausrüstung und dieses Pfeifending. Das werden wir beide mal ausprobieren. Aber zunächst zu etwas, das jede Eliteeinheit braucht. Eine eigene Uniform. Trag die Farben von Gnomeregan mit Stolz. So, trag die Farben von Gnomeregan mit Stolz. Jetzt tun wir sie mal transmoggen. Setz. Wo ist es denn? Das hier ist es, ne? Sieht eigentlich ganz cool aus. Jetzt bräuchte ich eigentlich bloß noch eine Waffe, die so ein bisschen dazu passt. Soll ich mir eine raussuchen? Was meint der? Also die ich hab, die passt so irgendwie so semi. Ich brauche irgendwas. Jawohl, das ist auch schon so. Ich bräuchte irgendwas so lila. Das auch so ein bisschen das Lila, ne, geht, aber ich bin halt ein Caster, ne, mit dem Stab. Das geht, naja, ist jetzt nicht so. Das ist ein bisschen hell. Ich brauche irgendwas, was ein bisschen dunkellilerer ist. Der hier? Eigentlich wird da eher so eine Schusswaffe zu passen, ne? Nee, das ist too much. Die Stäbe sehen natürlich cool aus, aber beim Gnom ein bisschen überdimensioniert. Ja, das geht schon so. Der geht schon so in die richtige Richtung zumindest. Der hier vielleicht? Aber schau mal, den trifft es, glaube ich, ganz gut, den Stab, ne? So ein bisschen von diesem technischen. Jetzt blätter mal hier mal noch so grob durch, ob wir noch was haben, was sie sagt, das ist besser. Warte mal, auf welcher Seite war der Stab, den ich ausgewählt habe? Auf Seite 3. Okay, scheiße, gibt es hier viele Stäbe. Der hier wäre vielleicht noch was. Der sieht auch ganz cool aus. Ui, das ist schon ein Scharstab. Aber so einen richtig mechanischen gibt es jetzt hier gar nicht, oder? Der so richtig zu Gnomen passen würde. Und mal gucken, das sind meistens dann irgendwelche anderen Geschichten, ne? Meistens dann irgendwelche Streitkolben oder so, die da ein bisschen besser dazu passen. Aber bei Gnomen sind halt so Stäbe allgemein überdimensioniert. Ah, dann kannst du auch so eine Leech. Schau mal, da ist die Artefaktwaffe, ist halt größer als der Gnom an sich, halt das vordere Ding, ne? Schau dir das an. Dieser Winzgnom mit so einem riesen Artefaktstab. Die sehen halt schon cool aus, diese Hexer-Dinger, ne? Aber halt nicht zu diesem Transmog. Ja, komm, wir bleiben bei dem Stab und zwar auf Seite 3. Der ist relativ schlicht und der passt auch einigermaßen dazu, so von der Geschichte. So, dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Quasi, das ist die Traditionsausrüstung, jetzt hier mit bisschen schlechtem Licht. Aber eigentlich ganz cool. Aber jetzt ist er ein bisschen kleiner, oder? Der Stab.
Hat sich schon ein bisschen angepasst. Ja, süße kleine Gnomen habe ich da. Und was ich jetzt aber mir noch angucken will, ist diese Pfeife, die ich bekommen habe. Und zwar soll die anscheinend das gleiche machen wie die Pfeife. Jetzt schauen wir einfach mal. Bloß holt mich dann wahrscheinlich so ein Gnom ab und nicht so ein Ding. Ja, ich soll lila Haare wären noch was, ne? Aber gut, ob ich da jetzt extra zum Barbier gehe, ist, glaube ich, ein bisschen too much. Ja, ist so ganz nett. Warte mal, kann ich hier auch schon die Pfeife einsetzen? Falsche Zone, ja gut. Dann gehen wir einmal nach Poralos und fliegen dann so ein bisschen rum. Dann testen wir diese Pfeife noch, dass wir das einmal angeschaut haben. Und dann sind wir auch schon durch quasi. War ja eine ganz lustige kleine Questerei, muss ich sagen, ne? Also gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Ja, theoretisch könnte ich den beim Barbier noch vorbeischicken und noch eine andere Frisur machen. Aber wenn alles lila ist, dann ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ist das da nicht hier? Hat nicht Balor. Ach nee, das waren Todesritter mit lila Zöpfen, ne? Gnomen, Todesritter, lila Zöpfe. Das waren die Hassdinger. Okay, jetzt schauen wir mal. Ich glaube, aber hier kann ich es auch nicht einsetzen. Ich muss. Ach doch, ich kann es hier einsetzen. Okay, jetzt schauen wir mal, was passiert. Ob mich jetzt irgendwie so ein Gnomengefährt abholt. Ah, schau. Oh, ah, das Flugzeug holt mich quasi ab. Seht ihr das? Gut, das war jetzt halb in der Mauer gesteckt, weil es ein bisschen größer ist. Ah, okay, also es holt dich kein Greif ab, sondern so ein Flugzeug. Ja, ist ein ganz nettes Gimmick, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall ganz nett. Gut, damit wären wir jetzt mit dem Video zu der Transmog-Ausrüstung von den Gnomen, also zum Traditionsgear quasi durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, schaut ihr beim nächsten Video wieder rein. Euer Tila, bis dann. Ciao.